kommt der GEMA-Fuchs. War das jetzt schützenswert? Gibt's irgendwas, was GEMA-Fuchs heißt? Oder kommt jetzt gleich irgendjemand um die Ecke, der dann sagt, nein, das dürfen Sie nicht. Wenn ich einmal... Oh, das war schon zu viel. Oh nein, da kommt die GEMA mit dem Hammer. Das dürft ihr nicht zeigen, das kostet Geld. Nein, nein, nein. Du. Da. Herzlich willkommen zur Ausgabe 8 von Sowas wie Late Night. Heute wieder aus der Pfalz. Ich habe entschlossen, ich stelle mich der Gicht-Challenge. Heißt, ich versuche wenig Fleisch zu essen. Ich habe mich heute schon ordentlich mit meinen Eltern gestritten, weil ich gesagt habe, ich ernähre mich in der Pfalz scheiße. Was nicht heißt, dass sie mich schlecht ernähren, sondern dass ich, wenn ich hier bin, zu alten Gewohnheiten zurückfinde und mich kacke ernähre. Das heißt, ich esse einen Haufen Fleisch und ich esse einen Haufen Zucker. Zucker und Fleisch. Zucker und Fleisch. Nee, die Fleischindustrie und die Zuckerindustrie, die haben damit nichts zu tun. Das sind beides vollkommen tolle, es sind tolle Industrien, an denen viele Jobs hängen. Die alle ihre Arbeiter super behandeln. Esst Fleisch und Zucker, am besten gezuckertes Fleisch. Bisschen Öl drüber noch. Schön umwickeln mit Pilz. Das was Leckeres. Und dann ein Bier. Man muss kreativ werden, Leute. Werdet kreativ. Nicht nur hier. Nicht nur das, auch das. Oder das. Und es kann auch ganz einfach übergeben. Oder ein. Werdet kreativ, Leute. Werdet kreativ, ja? Viel Spaß. Bier ist das Einzige, was ich noch trinken kann. Ich habe einen tierischen... Ich kann keinen Gin Tonic mehr sehen. Ich habe also... Irgendwie war Gin Tonic das Getränk der Corona-Zeit. Also wenn man mich fragen würde... Corona-Zeit, Getränk. Gin Tonic. Mir stößt schon auf, wenn ich nur dran denke. Bier geht noch. Sekt geht noch. Es geht so ein bisschen, ist Corona nichts anderes als, man klopft so ab, welche Alkoholsorten noch funktionieren. Bier funktioniert noch, Sekt funktioniert noch, mit Weißwein habe ich ein bisschen... Hallo Lisa, grüß dich. Ja, ein wunderschönes Hallo aus den Tiroler Bergen. Ja, ihr werdet euch sicher wundern, warum ich so gekleidet bin, aber für euch ist mir keine Mühe und Last zu groß, liebes Deutschland. Denn Ischgl ist passé. Neue Schlagzeilen zerrütten Österreich und Europa. Denn angeblich gibt es in Österreich ein Tunnelsystem, Bergschächte, wo sich Klone und Roboter einen brutalen Krieg. Lisa, das können wir schnell. Und heute sind wir hier im Unterland, im Tiroler Unterland, in Brixen, im Tale. Und wir sind hier in einem verlassenen Bergdorf. Ist das mit irgendjemandem abgesprochen? Und auf der Suche. Nee, das ist wieder eine Verschwörungsnummer. Das kann doch nicht sein. Und Roboter. Ja. Aber das ist doch wieder die aus dem anderen Video. Was das denn ist da? Ja, Benjamin,
ich glaube, wir brechen das lieber mal hier ab. Also, ciao dann. Benjamin, ein wunderschönes, herzliches. Juhuhuhu. So Leute, das war Folge 8 von Sowas wie Late Night. Falls ihr Bock habt mitzumachen, schickt mir eine E-Mail an sowaswielatenight@gmx.de und ich schaue mir das Ganze an und haus in die Sendung. Ich freue mich auf eure Beiträge. Ich freue mich, wenn ihr die Sendung teilt. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich. La 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 la. Ich freue mich, wo ist der Knaja? Howard Carpendale hat gesagt, ich verstehe die Aufregung nicht, weil immer wenn ich eine Echo verliehen bekommen habe, ich habe auch immer eine Crown getragen, die spanisch heißt Corona und im Anschluss, ich habe auch so eins getrunken, also what is the problem? Ein Fuchs und eine Ente gehen in Rente.